plus zwei Hits. Darüber spricht Berlin-Brandenburg heute. Ein Hocker, der gleichzeitig auch Tisch, Kindersessel, Rednerpult und Regal ist, das ist ziemlich praktisch, hat sich der Möbelkünstler Le Van Boo gedacht. Und er ist es auch, der diese Hartz-IV-Möbel erfunden hat. Die praktischen Möbel sind noch bis übermorgen im Kreuzberger Beta-Haus ausgestellt in der Prinzessinnenstraße. Und wer will, kann diese Sachen auch alle selber nachbauen. Christian Herrmann aus der RS2-Nachrichtenredaktion berichtet. Vorbild für die Hartz-IV-Musterwohnungen sind die Einzimmerwohnungen aus der DDR, die oft nur 21 Quadratmeter groß waren. Le Van Boos Ziel ist es, Menschen mit nur wenig Platz und Geld zu zeigen, wie man trotzdem gemütlich, vielseitig und schön wohnen kann. Herzstück der Ausstellung ist das Sivo-Sofa, ein Sofa für Single-Wohnungen mit wenig Platz, sagte uns Le Van Boo. Wenn man es in die Mitte stellt, kann man zu der einen Seite das als Sofa benutzen und zur Rückseite gibt es da ein Brett, was aufliegt. Man kann wunderbar drauf sitzen und es als Sitzbank benutzen und kann dann zur einen Seite Lounge machen und zur anderen Seite Esszimmer sozusagen. Also man hat sofort mit diesem Möbel Wohnung in zwei Zonen aufgeteilt. Oder den 24-Euro-Sessel, den kann man für 24 Euro in 24 Stunden nachbauen, meint Le Van Boo. Ich bin das lebende Beispiel, dass jeder Laie das bauen kann, weil viele denken natürlich, dass ich Tischler bin. Aber Fehler zeige ich. Ich selber habe zwei linke Hände und habe vor einem Jahr erst mein Talent zum Tischlern und zum Handwerken entdeckt. Auf Anfrage schickt Le Van Boo jedem seine Anleitungen kostenlos zu. Wer will, kann die Hartz-IV-Möbel auch gemeinsam mit ihm bauen. Wir sprechen, worüber Sie sprechen, auf 94.3 RS2. Yeah.